Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier und wir drücken Start. Ich habe gerade gar keinen Ton, aber es ist ja egal. Jetzt habe ich einen Ton. Und wir drücken direkt Start, mal wieder. Anmeldung bei Ubisoft Server, bla bla bla, das kennen wir ja schon langsam in- und auswendig. Hier muss das Mikro noch ein bisschen. Oh Gott, das muss ich... Ich weiß nicht, ob ich das schon hochgeladen habe oder ob ich erst das andere hochlade. Das weiß ich nicht. Weil ich lade gerade wirklich die Destiny Beta runter. Schade, er macht's nicht. Kampagne. Diese Festplatte. So. Nehmen das hier. Tempest Veteran. Fortsetzen. Und Destiny werde ich auch auf jeden Fall die Beta machen. Also wenn ich sie nicht schon hochgeladen habe. Ich glaube, ich werde das nämlich vorher hochladen. Und ich freue mich schon so tierisch drauf. Ohne Witz, ich freue mich auf die Beta von Destiny. Genauso sehr, wie ich mich auf Titanfall gefreut habe. Und es ist kaum Zocke. Das war ein bisschen, ja, keine Ahnung. Es ist ein geiles Spiel, Titanfall. Aber jetzt so wirklich dauerhaft durchsuchten, weiß nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu alt geworden und... Oh yeah. Oh yeah. Da ist er. Heimat, ferne Heimat. Ich liebe die Navy. Sicher. Abgesehen von den Seeleuten. Kein Problem, Ferdi. Wir bleiben nicht lang. Der Mage hat sich gemeldet. Länger hat Ärger. Alright. Gucken wir mal, ob wir den Ärger lösen können. Schon gibt's einen neuen Job. Ist denn die Ausrüstung schon da? Steht bereit. Mehr Details landen gerade auf ihren MRTs. Die Blackbox aus Sambia ist weit herumgekommen. Die DIA hat Navigationsdaten entnommen. Viele davon weisen nach Nigeria. Im Niger-Delta wurde zuletzt viel Aktivität registriert. Scheint so, als hätte die CIA bereits jemanden im Land, um die PMCs zu überwachen. Watchgate gibt vor, Sicherheitsdienste für Ölfirmen zu leisten. Aber das scheint nicht alles zu sein. Die Typen mischen bei Raffinerien mit, operieren in kleinen Dörfern. Sie destabilisieren eine ohnehin instabile Gegend. Wir wollen wissen, warum. Ein CIA-Agent namens Sykes hat ein paar Infos zur dortigen Situation geliefert und ist seither stumm. Langley versucht, den Kontakt wiederherzustellen, aber ohne Erfolg. Sie gehen vom Schlimmsten aus. Wir müssen Officer Sykes finden und rausholen. Egal in welchem Zustand. Oh. Okay. Wollen wir mal weiterklicken? Im Standardmodus können Sie diese Drohne mit geringer Infrarotsignatur zum Ausspähen von Feindpositionen nutzen. Sie ist Ihr Auge am Himmel. Deckt Feindkontakte auf und zeigt sie auf Ihrem HUD. Einsatz. Wählen Sie das UAV mit LIP oder blablabla. Starten Sie es, indem Sie blablabla antippen mit blablabla. Bewegen Sie es nach oben mit blablabla. Nach unten. Aktivieren Sie die Kamera-Zoom mit B oder... Wenn Sie sicherer zielen wollen, brauchen Sie eine stabile Schussplattform wie diese. Damit tauschen Sie Mobilität gegen Genauigkeit. Okay. Dieses Zubehör erhöht die Stabilität der Waffe deutlich, da sie beim Schuss abgestürzt ist. Der Einsatz. Wenn Sie sich in Deckung befinden, können Sie das Zweibein mit blablabla aufstellen. Sie haben es mit Profis zu tun und die Raffinerie ist leicht zu verteidigen. Aber diese Söldner sind nachlässig geworden. Ich würde ein leichtes MG mit Zielfernrohr einpacken und einen Karabiner mit Schalldämpfer als Ersatz. Ich krieg jetzt so eine scheiß Sniper.
Ausrüstung anpassen. So. Das hier. Farbe, Abzug, Magazin, Unterlauf, Gassystem, Montageschienen, Lauf, Mündung. Standard, Kompensatoren, Feuer, Standard, Kompensatoren, Feuerdämpfer. Bringt es aber leider jetzt nicht viel. Die Stoner, Alter. Okay, hat aber keinen Schalldämpfer. Das heißt, wir nehmen noch weiter in die 417. PDR hat auch einen Schalldämpfer, das passt. Habe ich nichts anderes? Habe ich auch nichts anderes? Ja, nehmen wir so, geht nicht anders. Wir müssen immer wieder das gleiche nehmen, das ist zum Heulen. Ich würde gerne den Sniper jetzt benutzen. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Am Mikro. Halten, zielen, Drohne höher fliegen. Ja, mein Gott, immer die gleiche Scheiße hier. Was hat denn jetzt zum Beispiel RT und RB zu bedeuten? Wie hast du denn mal damit zu zeigen hier? Nee, wir müssen immer das gleiche zeigen. Nächstes Objekt. Ja. Sicht umschalten. Alter, und nur mal so als Dankeschön für die ganzen netten Worte bei dem Costa und Doyaku Video. Auch für die nette Bewertung und sowas. Hat mich echt gefreut. Hätte nicht gedacht, dass das so gut bei euch ankommt. Hab mir auch was zum nächsten Doyaku was überlegt. So ein kleines Gewinnspiel halt währenddessen zu machen. Der CIA-Mann ist das Primärziel. Holen wir ihn da raus. Ah, gut, dass wir heimlich hier sind. Klappt also, Birdie. AR einschalten. Was schlabert der denn? Alter. Die sehen uns nicht? Erbärmlich. Ja. Okay, hoch runter. Das sind vier Gegner. Ja, und jetzt? Soll ich woanders hingehen? Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Dalton soll ich hingehen. Ich weiß es doch. Kein Problem. Mache ich. Hui. Ich komme. Du, ich geh mal hier hin, ne? So. Overlord, unser Paket ist in der Raffinerie. Wir sind unterwegs.
Verstanden, Hunter. Wir leisten Unterstützung. Achtung, es sind viele Zivilisten in Ihrem Bereich. Zielen Sie genau. Bald nicht mehr. Zwei Gegner mit... Was? Was? Wieso sehen die uns? Alter. Das sind zwei Ziele. Alter, wir haben euch gerade den Arsch gerettet, auf uns abzuhauen, ihr blöden Wichser. Moin, Digga. Wovon denn weg? Ja, weg. Bin gleich da. Jetzt halt kämpfen. Warum habe ich dann fucking nochmal einen Scheidämpfer geholt? Oh, ich bleib einfach in Deckung. Und werde als Überraschung. Okay, wir mussten also reinschleichen, um dann ganz laut alle zu töten. Zeig dich, du Schwanz. Was ballerst du denn da? Schnauze! Blöden Wichser! So, wollen wir mal weiterlaufen hier? Alter, was ist denn hier los? Ist Armageddon laufen oder was? Danke! Huch, was ist los? Wir haben uns einen NSA-Satelliten geborgt. Sie positionieren ihn um. Moment. Na bitte, ich erklär's Ihnen. Es wird dauern, bis Sie alle Details sehen. Aber das sind Aktivitäten, von denen Sie wissen sollten. Wir wissen, dass viele Watchgate-Operationen von hier ausgehen. Es ist ein ausgedehnter Komplex mit vielen Gebäuden. Unsere Jungs haben Bewegungs- und Handyprofile erstellt. Die Daten lassen vermuten, dass Agent Sykes in diesem Bereich festgehalten wird. Sykes hat einen Sonderauftrag. Wenn sich jemand auf Fangen und Verhören versteht, dann er. Wir wissen nicht, wie es ihm geht, also seien Sie bereit, ihn rauszutragen, wenn es erforderlich ist. Teile des Camps sind verdeckt, vielleicht eine Art Hangar. Wir können den Container nicht exakt orten. Wir sollten ihn von hier aus mit Drohne oder Magnetsicht aufspüren können. Wir finden ihn. Alles klar. Die Söldner scheinen nicht mit Ärger zu rechnen. Ich sag dir was, Mann. Ein paar eiskalte Bastarde spielen da rum, während ihre Freunde Zivilisten abschlachten. Die kriegen ihr Fett schon weg. Unterschätzen Sie sie nicht. Die Kerle sind gut ausgerüstet und haben einen nervösen Finger. Achtung, wir erfassen Radarsignale ein paar Meilen von ihrer Position entfernt. Sieht nach Kampfhubschraubern aus. Die Dinger zeigen Ihnen zu Genüge, welche Verbindungen Watchgate hat. Die Burschen sind ernstzunehmende Gegner. Die Helis bewegen sich langsam, fliegen aber in ihre Richtung. Halten Sie besser die Augen offen. Was haben wir in der Luft? Unsere Flugzeugträger liegen vor der Küste und leihen uns ein paar Maschinen. Direkte Bodenunterstützung haben wir nicht. Wir haben zwei Jäger am Start, südlich von Ihnen auf 6000 Metern. Die warten auf Ihren Befehl. Sie sind der Notfallknopf, falls mehr Söldner auftauchen. Aber nur, wenn es wirklich ernst wird. Wir werden sie einsetzen müssen. Mehr haben wir derzeit nicht. Viel Glück, Leute. Verstanden. Der eine hört sich an wie von NCIS. Nehmt die Drohne. Aiden Scully. Was? Nein. Sieht nach zwei Schützen aus. Zwei Ziele markiert. Da ist noch einer.
genau vor uns. Markiere. Legt jetzt ab. Sag wann. Nicht möglich. Bereit. So, haben wir es jetzt? Negativ. Worauf soll ich denn warten? Junge, der muss doch jetzt ein Visier haben.